Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwerth. Vom Wunderkind zum Rebell zum Botschafter. Musik ist seine Leidenschaft, sein Leben, aber auch seine ganz grosse Liebe. Er hat es geschafft, eine Brücke zu schlagen mit seiner Geige von der Klassik zum Pop. Er hat damit diverse Auszeichnungen bekommen, 1600 Konzerte weltweit gespielt. Und jetzt, heute bei uns, sein neuestes Baby mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich David Garrett. Und dabei hat er sein neuestes Buch. Wenn ihr wüsstet, eine Autobiografie hast du mitgebracht. Ja. Und bist massiv wieder auf Promotour. Endlich nach einer ruhigeren Phase, habe ich auch gelesen im Buch. Es war auch bei dir mal ein bisschen ruhiger. Ist ja schön. Also ich meine, jetzt kann es wieder losgehen. Und ich bin voller Energie und Tatendrang und freue mich natürlich auch, die Zeit produktiv genutzt zu haben. Wir haben ein paar Projekte in den letzten 2,5 Jahren sind wir angegangen, die spannend waren, die ich auch seit vielen Jahren so ein bisschen auf die lange Bank gedrückt habe. Darunter natürlich eine Autobiografie. Ich glaube, mit 41 Jahren hat man schon mal ein bisschen Zeit zu reflektieren, was da alles passiert ist. Wenn man auf deinen Leben blickt. Bei mir ging es ja relativ früh los. Ja, ja. Und ich fand das wirklich ein spannendes Projekt. Und jetzt hatte ich auch die richtige Einstellung und auch Leichtigkeit, da mal mir die Zeit zu nehmen und viel zu reflektieren und nachzudenken und das halt ein bisschen aufzuschreiben. Du hast es gerade angesprochen, Leichtigkeit. Braucht man das auch, wenn man so in seine seinen 41 Lebensjahre eintaucht, in der Intensität, wie du eben auch gelebt hast? Ich glaube, Leichtigkeit ist grundsätzlich eine gute Sache, die man haben sollte. Aber man ist natürlich schon, wenn alles so Schlag auf Schlag passiert, ist man schon in einer Bubble drin und du bist nur auf den nächsten Tag fokussiert. Und diese Auszeit, die wir zwangsläufig machen mussten als Künstler, die gibt dir natürlich zum allerersten Mal die Möglichkeit, Zeit zu genießen und auch halt die Zeit, die so schnell vorbeigegangen ist, auch mal in Ruhe zu betrachten. Und das war natürlich für mich auch sehr interessant, mein Leben mal zu betrachten. Hey, was hat das mit dir gemacht, auf deine 41 Jahre zu blicken? Sehr viel. Ich habe natürlich viele Erinnerungen gar nicht mehr so präsent gehabt. Und selber über mein Leben nachzudenken, die Fülle, die da passiert ist, das war schon spannend auch für mich, weil manche Sachen sind mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich musste die echt so ein bisschen aufwecken, was natürlich viel Spaß gemacht hat. Denn da war eine Fülle von Material weggeschlossen in meinem Gehirn, was ich dann wieder selber aufgeschlossen habe für dieses Projekt. Und das hat mir natürlich viel Freude gemacht. Hey, was hat dich am meisten beeindruckt auf deinem Leben? Vielleicht emotional, positiv. Schulterklopfen an, aber. Nee, aber also wir steigen ja nachher schon konkreter ein. Aber wenn man da drauf blickt, da waren ja so viele Aufs, aber auch viele Downs mit dabei. Was hat am meisten mit dir gemacht? Also so im Positiven, aber auch im Negativen? Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Künstlern war am motivierendsten und am inspirierendsten. Mit wirklich den ganz Großen in einem so frühen Alter zusammengearbeitet zu haben, mit Yehudi Menuhin noch auf der Bühne gestanden zu haben, mit Isaac Stern. Also das sind wirklich Legenden des Geigenspiels. Ida Händel, Henrik Schering, Arthur Grumiot, diese Leute wirklich persönlich gekannt zu haben und halt auch deren Unterstützung gefühlt zu haben. Das ist bis heute was ganz Besonderes. Einen hast du jetzt nicht genannt, mit dem wir gesprochen haben. Guck mal schnell, wir haben eine kleine Videobotschaft für dich bereit. Ich bin gespannt. Und einer Person, die wahrscheinlich nicht gedacht hättest, dass der was noch heute hier in der Sendung zu dir sagt. Oh Gott. Ich kenne David Garrett schon viele Jahre. Er war ganz kleiner Junge. Ja, dann habe ich erstes Mal ihm gehört und sofort
habe Gefühl, dass das ist etwas von Natur Besonderes. Solche Begabung nicht nur von was gekommen für, aber auch Begabung für etwas schnell zu lernen, schnell zu progressieren und neue Ideen zu produzieren. Und ich finde ihn wie ein großer Künstler von unserem Jahrhundert. Ja, und ich wünsche ihm viel, viel, viel gesund, Glück und alles Gutes. Hey, wow. Da hat er mich mal überrascht. Hä? Das ist doch was. Das ist was Schönes. Soll ich mal kurz erklären? Ja, unbedingt. Du hast ihn mit 8 Jahren kennengelernt? Sogar noch ein bisschen früher. Noch früher? Ich habe die Sacha Bronn, ein ganz, ganz großer Pädagoge, auch von Maxim Wengerow, von Vadim Repin. Also er hat wirklich eine Liste von großen Geigern, die er wirklich gefördert hat, unterrichtet hat. Und ich würde sagen, vielleicht sogar der größte Geigenpädagoge für junge Künstler, junge Geiger in den letzten 50 Jahren. Und ich hatte das große Glück, mit ihm sehr, sehr früh anzufangen. Ich habe ihm, glaube ich, das erste Mal vorgespielt in Lübeck. Im Schleswig-Holstein Musikfestival. Da muss ich 7 Jahre alt gewesen sein. Und dann habe ich mit ihm 3, 4 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet. Und ich muss wirklich Bronn meine technische Ausbildung, natürlich auch das Musikalische, also das Gespür, was ich auch habe. Aber er hatte eine wunderbare, direkte Art, aber auf etwas sehr, auf einer sehr menschlichen Art, eine Technik, das, was ein Geiger haben muss. Sonst geht kein Mozart, kein Beethoven, da dürfen wir nicht nachdenken, wie geht die Passage. Und das hat Bronn auf eine wunderbare Art jungen Menschen beigebracht, mir natürlich auch. Und da habe ich ihm wirklich das Erlernen, das richtige Spiel zu verdanken. Das war wirklich die Foundation meiner Kunst. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank für diese lieben Worte. Hey, was hat er dir menschlich mitgegeben? Er hat es ja auch so herausgestrichen, dass er quasi auch dich als Mensch so geschätzt hat. Aber er hatte ja eine ganz spezielle Beziehung, auch wie er gearbeitet hat. Also ich glaube, dass jeder Lehrer, den ich gehabt habe, schon geahnt hat, dass mein Vater sehr große Disziplin von mir erwartet. Insofern haben meine Lehrer auch Bronn nie sehr viel Druck auf mich ausgeübt. Das war vielleicht auf der einen Seite was sehr Positives für mich. Ich hatte natürlich viel Disziplin zu Hause, aber wenn ich dann in die Unterrichtsstunden kam, war es für mich fast etwas Leichtes. Hatte auch diese Leichtigkeit. Ich habe mich immer auf Unterrichtsstunden mit meinen Lehrern gefreut. Vielleicht auch, weil ich die harte Schule zu Hause gehabt habe. Und dementsprechend, Bronn war auch jemand, der wirklich da viel Wert drauf gelegt hat. Vielleicht besonders bei mir nicht zu übertreiben, was Kritik angeht. Er hat sicherlich die Sachen angesprochen, aber er wusste auch mit Sicherheit instinktiv, dass zu Hause ein Wort ausreicht, dass daran gearbeitet wird. So möchte ich es mal formulieren. All das, was du jetzt gerade schon besprochen hast, ist ja alles hier drin, wenn ihr wüsstet. Ja. Und der Titel verrät ja auch schon sehr viel. Du hast jetzt auch ein paar Dinge schon mal so ein bisschen gekratzt oder leicht angesprochen. Man sieht dich ja immer als Wunderkind, das ist was, was du gar nicht gerne hast, wenn man dir Wunderkind sagt, weil wenn man das Buch liest, versteht man das auch, finde ich, wieso du das nicht magst. Aber wenn man auf deine Kindheit guckt, du hast mit 4 angefangen, Geige zu spielen, du musstest nicht, du durftest, Alexander musste. Richtig. Du durftest dann die Geige nehmen, aber anschließend war das ja schon eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung, auch im Dialog, glaube ich, mit deinem Vater. Magst du mal kurz erzählen, wie du das erlebt hast? Ich möchte behaupten, es gibt keinen Geiger, der es zu Weltruhm geschafft hat oder halt auch professionell in einem guten Orchester spielt, der nicht sehr früh anfangen musste. Und natürlich ist das ein Alter, in dem man viel arbeiten muss, um die Feinmotorik zu lernen. Und da kommt kein junger Mensch dran vorbei. Die Basis
Geige spielen zu können, die technische Fähigkeit, sauber zu spielen, die Bewegungsabläufe flüssig zu machen, eine Natürlichkeit in der Bewegung zu haben, die erlernt man halt zwischen 4 und 11. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich eine schwere Zeit, weil egal wie begeistert du von Musik bist, wie viel Spaß dir das Instrument am Anfang macht, kein Kind setzt sich freiwillig mehr als eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dran. Und dann kommt natürlich der Faktor Mentor, Elternteil, Lehrer, kommt natürlich dann ins Spiel. Dementsprechend ist es in diesem Bereich wirklich normal, dass eine gewisse Disziplin erlernt wird, wie auch beim Hochleistungssport, wie auch bei Ballett. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das etwas, was das Publikum wirklich mitbekommen möchte. Ich glaube, der Begriff Wunderkind verschleiert ein bisschen die Arbeit, die dahinter steckt, mhm, und gibt dem Publikum im Konzertsaal das Gefühl, da steht der eine, der macht das alles nur aus ein Form. Ein Gefühl. Ja, so, genau. Man so, sitzt so im so Publikum, Kindheit guckt und sich so eine 8-9-jährige, ja, oder 9-jähriges Kind auf der Bühne an, was großartig Klavier, Geige oder was auch immer spielt, auch im Sport. Eiskunstlauf war ja auch viele neulich Beispiele, eine schöne Diskussion und wir alle denken, ein Wunder. Ich glaube, dass es zu einfach ist, es so einfach zu definieren. Vielleicht hat man das Gefühl, sich besser zu fühlen dadurch. Und mhm, ich möchte natürlich mit dem Buch jetzt nicht irgendwie da einmal so da durch die ganze Geschichte durchhauen, aber ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass kein Wunder bei mir passiert ist. Warum? Weil ich genau weiß, wie hart ich gearbeitet habe, um diese Lockerheit und Leichtigkeit auf der Bühne sehr, sehr früh gehabt zu haben. Talent, klar, Veranlagung auch wichtig, mhm, Musikalität, ein Gespür dafür, wie man phrasiert, auch wichtig, Instinkt, großartig und auch wichtig, aber Arbeit ist in diesen Jahren wirklich, wirklich das Allerwichtigste. Und deine Kindheit ist geprägt davon. Also wenn man so hier mal sich auch drauf einlässt. Auch mein Erwachsenenleben, ne? Absolut. Ich glaube, es hat eine andere, wenn man Geige spielen kann, dass das plötzlich nur noch funktioniert. Ein Sechsjähriger möchte dann doch zwischendurch lieber mal Fußball spielen. Da gab es ja irgendwo gar keine Grenzen mehr. Also wenn man eintaucht, ja, ich habe ein bisschen mitgelitten mit dir, weil ich genau weiß, was man als Kind ja irgendwie auch für Bedürfnisse hast. Du hast eigentlich all deine Bedürfnisse weggepackt. Hast einen Vater. Ich kannte meine Bedürfnisse nicht. Das war das wirklich Positive. Denn, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm, aber manchmal kommen so Gedanken, ja, ja, die muss ich dann aussehen. Weil es ist doch so eine unterschiedliche Kindheit zu das, was du vielleicht kennst. Man denkt, mit 6, 7 Jahren schaut man aus dem Fenster und sieht die anderen Schulkameraden spielen und aber die darf hast du ja auch nicht gesehen. Nein, nicht zwingend. Ich bin schon mit 8 Jahren so ein bisschen aus der Schule rausgenommen, mhm, worden. Du hattest immer so Sonderbewilligungen. Man hat ja, dich dann ja, immer sehr bewusst, genau, auch von Dingen, die quasi. Ich glaube, dass Normalität gefühlt das ist, was man um sich herum erlebt. Und wenn man nur Geige spielen und zu Lehrern reisen und andere Kinder auch üben sieht, dann empfindet man nicht irgendetwas, was man nicht mitbekommt, sondern das, was du siehst, ist das, was wichtig ist und was jeder macht. Ich habe wirklich geglaubt, bis zu meinem 10., 11. Lebensjahr, das ist komplett normal. Jeder übt jeden Tag ein Instrument. Jetzt nicht zwingend Geige, aber Klavier oder Gitarre oder singt oder macht irgendetwas in diesem Sinne. Das hat viele Jahre gedauert, bis mir erst bewusst geworden ist, dass das gar nicht mal so der Fall ist. Aber der Leidensdruck war ja schon auch da, oder? Als der Vater, ja, der dich da sehr gepusht hat, auf, ja, diese Perfektion, sehr viel Druck, hat sich dann die auch, also hat sich quasi oft auch praktisch immer begleitet, ja, immer, das, ja, alles aufgezeichnet, ja, das nochmals angeguckt, ja, im Nachgang und dann mit dem David dann nochmals geschaut, was jetzt, ja, geübt werden muss. Richtig. Ich muss mich auf der einen Seite wirklich bedanken, weil ohne das geht's auch irgendwie nicht. Diese Selbstständigkeit hast du in dem Alter noch gar nicht. Und er hat das ja nicht nur im negativen Sinne gemacht, sondern er hat ja auch motiviert, wenn ich irgendwie mal einen Down hatte und hat dann auch gesagt, komm, das schaffst du und so weiter. Natürlich auch mal streng, aber nicht nur.
Und jetzt muss man sagen, ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Das ist mir natürlich ein Stück weit anerzogen worden. Mhm. Aber ich habe natürlich auch das Gefühl oder ich habe das Bedürfnis, wenn ich auf die Bühne gehe, eine tolle Leistung abzurufen. Und das hatte ich schon als sehr, sehr junges Kind und habe dementsprechend natürlich mich darauf vorbereitet. Und mein Papa hat mich da sehr unterstützt. Mhm. Ja. Und trotzdem, ich versuche noch ein bisschen herauszufinden, weil vieles liegt ja auch in dieser Kindheit drin, was dich heute ausmacht, was diese Beziehung zu deinem Vater. Die ist übrigens sehr gut. Also, ja, mittlerweile. Ich hatte da mal so ein paar Jahre, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Was ist da passiert, dass du darüber nachgedacht hast? Nach New York gegangen. Ja, aber was ist da mit dir und deinem Vater passiert? Naja, es ist halt so, dass ich nicht den Kontakt gesucht habe. Ich musste halt auch ein Stück weit alles in Relation auch lernen zu sehen. Wenn man nicht weiß, ob man das, wofür man wirklich jahrelang geackert hat als Kind und dann weiß, dass man auch verzichtet hat, auch wenn man es nicht so empfunden hat, aber rückblickend weiß man natürlich, wie viel Zeit man geopfert hat und auch Tränen geflossen sind. Und wenn man dann 18, 19, 20 Jahre alt wird, das Rückblicken sieht, das mit anderen vergleicht, die man dann auch auf dem College trifft, die es anders erlebt haben. Natürlich hast du dann in dem Moment das Gefühl, Scheiße, war bei mir nicht optimal. Natürlich kommen dann Gefühle von, hätte mein Vater doch ein bisschen entspannter mit mir umgehen können. Und dann entsteht eine gewisse Distanz, weil man nicht zufrieden ist, 100%, wie alles abgelaufen ist. Hätte ich diesen Beruf nicht professionell nach meinem College ausgeübt, glaube ich auch, dass es mir schwerer gefallen wäre, wieder den Bezug zu meinem Papa auch zu finden. Dadurch, dass ich das Glück gehabt habe, mich dann wirklich dafür zu entscheiden, weil das tust du nicht als Kind. Kein Kind sagt, ich bin 10 Jahre alt, ich werde Profimusiker. Und wenn das ein Kind behauptet, ist das, sagt das Kind das, weil die Eltern das erwarten, es in einem Interview zu sagen. Die Entscheidung, Musiker zu werden, das triffst du mit 18, 19, 20 Jahren. Ja, und ich wusste das in dem Alter noch nicht. Und dass das wirklich bei mir geklappt hat, nach dem College wirklich Fuß zu fassen in dem Business, das hat natürlich auch alles relativiert. Denn was bringt es einen, wenn man auf Sachen rumreitet, die schlecht oder nicht so gut optimal gelaufen sind in der Vergangenheit? Die haben mich genauso geprägt wie die schönen Erlebnisse. Und ich würde sagen, er hat sicherlich selber auch den Traum gehabt, Musiker zu werden. Hat es aus welchen Gründen auch immer Talent, hat nicht das Gedächtnis gehabt zu spielen, hat auch nicht die Physis dafür gehabt. Natürlich hat er diese Liebe zur Musik mir versucht beizubringen. Und ein Stück weit, vielleicht auch, wenn er es nicht sieht, aber wenn er zuguckt, er hatte schon das Bedürfnis, irgendwie das mir mitzugeben. Inwieweit da irgendwie ein bisschen auch bei ihm eine Ecke abfahren, das müssen Psychologen irgendwie entscheiden. Ich habe meinen Papa lieb, insofern ich kann das rückblickend sagen, okay, es ist so, wie es passiert ist. Aber ich glaube, dass man nie in die Vergangenheit schauen darf und sagen, das ist schiefgelaufen. Ich glaube, dass man den Moment, in dem wir jetzt uns befinden, in dem ich jetzt hier bin, der ist für mich perfekt. Ich sitze hier mit dir, habe ein tolles Gespräch, habe ein tolles Werk irgendwie, was mich unglaublich stolz macht, hinbekommen. Und wäre das nicht eine langweilige Biografie, wenn mein Papa nicht da gewesen wäre? Hätten wir überhaupt nicht uns zu unterhalten, insofern. Vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Geschichten und Emotionen. Hey, aber da hast du aber schon einen weiten Weg gemacht. Also es braucht ja eine gewisse Reife und Tiefe, dass man das auch so sagen kann mit 41, gerade wenn man eben auch auf diese Zeit zurückschaut. Ich glaube, wenn man Musik spielt, also nichts gegen Leute, die jetzt nicht Musik spielen, aber ich glaube, dass man da einfach eine Gefühlspalette auch haben muss. Natürlich von allem etwas, aber Reife gehört mit dazu. Ohne Reife könnte ich auch kein Beethoven gespielt haben, auch in frühen Jahren. Also dieser Instinkt und dieses Versöhnliche und das Musik zusammenbringt und dass auch Musik in schlimmsten Situationen etwas Positives bei dir selber und bei anderen auslöst. Das habe ich schon immer gehabt, habe das natürlich mit meiner Ausbildung und mit meinem Leben etwas kultivieren können, aber das war schon immer in mir verankert, diese Harmoniebedürftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Die hat dir wahrscheinlich auch sehr geholfen in der Kindheit. Ja, auch im Erwachsenenleben. Du würdest dich wundern, was es da für Charaktere so da draußen gibt. Hey, die lerne ich gerade eindrücklich, lerne ich die kennen in deinem Buch. Du, ich war irgendwie schockiert von irgendwelchen ein toller Mensch, die dann in Mallorca. Also, der ist grundsätzlich ein toller Mensch. gibt's komische Geschichten. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Wenn man ein Buch liest, dann erlebt man ja schon auch, was es schlussendlich heißt, erfolgreich zu sein. Ich switche jetzt ein bisschen in die spätere Zeit. Ja. Wie viele Menschen dann auch da waren und dich ein Stück weit ausgenutzt haben. Und oft Frauen, muss ich jetzt als Frau sagen, sorry, es ist irgendwie... Ich habe mehr, das ist aber meine eigene Schuld. Da muss ich echt sagen... Es ist deine eigene Schuld. Ich bin Naivität gepaart mit... ich bin ja auch... Ja. Weil du keine Pubertät hattest. Du hattest natürlich irgendwie mit 16 auch kein irgendwie... Also hast du deine erste Freundin mit 16? Ja, mit 17 mit sogar. Leicht aufs Glatteis führen lassen. Und ich habe es auch genossen, das Glatteis. Ist ja auch schön und gut, aber das war halt nie irgendwie etwas. Und da habe ich mir selber halt immer viel vorgespielt. Und die anderen wahrscheinlich auch. Und ich habe mich da ein bisschen verarschen lassen hier und da. Ist auch okay, gehört zum Leben. Und ganz ehrlich gesagt, hast du eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte? Das irgendwie was auch einfach mit doof manchmal. Also ich sehe dann auch keine Warnsignale, sondern ich bin sehr harmonisch. Weißt du, wenn man mir etwas erzählt, ich glaube das direkt. Ich würde das nie hinterfragen. Wenn man mich anguckt und sagt, so und so ist es, und ich bin ja auch ein Mann, ich habe auch ein Ego, dann fühle ich mich geschmeichelt. Und ich glaube einfach an die Ehrlichkeit des Menschen. Und da habe ich gelernt. Ehrlichkeit man soll ja nicht verbittert sein. Und mir ist echt schon Sachen passiert, wo man denkt, da könnte der eigentlich verbittert sein. Echt, bei dir müsste man ja euch sagen, da dürftest du gar keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen. Nein. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, es gibt wirklich ganz, ganz hervorragende Menschen. Aber man muss sich auch ein Stück weit schützen. Und das hat ein bisschen mit dem Kopf zu tun und nicht nur mit dem Herzen oder ein bisschen, was da drunter ist. Insofern ein bisschen mit dem Kopf auch denken, wenn es um Beziehungen geht. Seit wann weißt du das jetzt? Das ist irgendwie, dass der Kopf auch eine Rolle spielt. Ein paar Jährchen. Schon ein paar Jährchen. Lange hat es gedauert, aber dann hat es eingeschlagen. Dann hat es eingeschlagen. Okay. Hey, das freut mich total für dich. Aber ich glaube, das zeigt sehr viel. Mich auch. Ja, dich auch. Also mich beruhigt das für deinen nächsten 40 Jahre. Meine Eltern vor allem. Ja, das glaube ich. Also ich meine, das kommt ja auch aus dem Buch raus, du bist schon ein Mensch oder nach wie vor wahrscheinlich auch ein Teil deiner Energie, der ist ja oft am Limit auch lebt. Ich habe Vollgas gegeben, ja. Also gerade dein Bruch dann mit deinem Vater, du hast dich entschieden, nach New York zu gehen, da die Schule zu besuchen, das war ja nicht unbedingt das, was deine Eltern sich für dir... Völlig verrückt. Meine Eltern, oder mein Papa wollte immer, dass ich Musiker werde, und dann gehe ich auf die berühmteste Schule in der geilsten Stadt, New York. Ja, aber der wusste, es ist New York. Arbeite mit Itzhak Perlmann, einer der ganz, ganz Großen. Ja. Und dann irgendwie hatte er ein Problem damit. Seine Angst? Weißt du das heute? Ich hatte damals schon 5 Platten mit der Deutschen Grammophon raus. Ich hatte echt eine gute Karriere am Laufen. Und ich habe da echt den Stecker gezogen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil ich wusste, mir fehlt noch eine musikalische Ausbildung. War es Rebellion gegen deinen Vater? Nee, ich glaube, jeder Mensch, der rebelliert und aufs College geht, ist eine komische Rebellion. Also Rebellion ist, ich ziehe zu Hause aus und mache mir die Nächte zum Tag und studiere nicht. Aber das hast du ja auch gemacht. Aber ich habe erst mal 4 Jahre wirklich knallhart studiert. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, einfach das Gefühl zu haben, wie gut bin ich? Was kann ich mit mir anfangen? Und vor allem Instinkt auszutauschen gegen Wissen. Und das wollte ich mir aneignen. Und dann fand ich Juilliard wirklich das ideale Umfeld, habe das dann auch wirklich genossen, habe eine seriöse Ausbildung da gemacht mit 2 Majors. Ich habe Komposition und Geige als Double Major gemacht, und das hat mir echt diesen kleinen Vorteil ein Stück weit verschafft, auch arrangieren und komponieren zu können. Nicht nur das Geigerische, sondern die Struktur einer Komposition zu lernen, Harmonien, Counterpoint zu machen, Ear Training, Kammermusik, Dirigentenkurse, damit man weiß, was macht der da eigentlich am Pult. Das wusste ich ja alles nicht. Mit 14 dachte ich, der schwingt einfach irgendwie so. Dann irgendwann mal hat mich Isaac Stern damals mit 14 gesagt, mach mal einen Viervierteltakt. Und ich hatte keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Das hätte ich damals ihm mal so vormachen müssen. Wusste es aber nicht. Und da war mir immer tief im Herzen klar, mir fehlt was. Mhm.
Und das war meine Rebellion, dann aufs College zu gehen. Ja, bei null zu starten. Also ich meine, das war ja jetzt nein, nicht so, dass du dann nach New York gegangen bist und gesagt, ich bin David Garrett, sondern hast auch bewusst gesagt, ich bin nicht David Garrett. Nur der Christian Bongartz eigentlich. Ja, genau. Es gibt übrigens eine schöne Geschichte. Selbst Itzhak Perlman, der mich natürlich seit ich 9, 10 Jahre alt bin, kennt, dieser weltbekannte Geiger, hat mich dann irgendwann mal nach 2 Monaten zur Seite genommen. 2 Monate hat er mich unterrichtet, hat mich zur Seite genommen in der Unterrichtsstunde und sagte, hör mal, bist du jetzt David Garrett oder bist du Christian Bongartz? Und das war das größte Kompliment meines Lebens, denn die Aufnahmeprüfung, wo man auf der Bühne steht und sozusagen angenommen wird, die jeder Geiger machen muss. Perlman hat mich als Christian Bongartz genommen. Er hat mich nicht mit sozusagen der Vorgeschichte von David Garrett irgendwie angenommen. Ich habe so gut gespielt als Christian Bongartz, dass er gesagt hat, okay, der kommt in meine Klasse. Und er hat nur 5 Studenten genommen. Ne? Mhm. Und ich fand das sehr amüsant, dass er das nicht wusste im Endeffekt. Aber eins der geilsten Komplimente meines Lebens. Das glaube ich dir. Das macht ja schon was emotional. Ja, klar. Hey. Er fand mein Spiel einfach toll. Ja. Also so muss es ja auch sein. Hey, und da ist ja auch das ganze Crossover-Thema quasi entstanden. Peu à peu hast du dir das quasi so zusammen gefimmert über all diese Erlebnisse auch. Ich hatte halt immer so einen offenen Blickwinkel für was um mich herum passiert. Und dann ist New York natürlich Knaller. Und Juilliard hat ja nicht nur eine Musikdivision, sondern auch Schauspiel. Ganz, ganz viele große Schauspieler, die wir kennen, sind da hingegangen. Und natürlich Tanz und Jazz. Wynton Marsalis ist ja Head of Jazz Department. Und ich habe natürlich in meinem Freundeskreis immer versucht, weil mich Kunst interessiert, nicht nur Musik, mich halt mit Menschen zu umgeben, die halt spannend sind. Manchmal ein bisschen zu spannend, aber spannend. Und habe das halt auch genossen, irgendwie nicht nur mit Musikern an einem Tisch in der Kantine zu sitzen. Und dementsprechend kommen natürlich ganz viele Musikgeschmäcker daraus. Und ab und zu wurde ich von den Tänzern oder von den Schauspielern gefragt, für irgendwelche Monologe ein bisschen Musik zu machen. Und dann kam natürlich die Anfrage, machst du ein bisschen was von Marvin Gaye oder machst du ein bisschen was von Lenny Kravitz oder ich brauche ein bisschen was Jazz. Und ich war irgendwie einer der wenigen, die sich bereit erklärt haben, den Spaß mitzumachen. Hab dann immer so ein bisschen Bach eingebaut, so hinten rum. Und das fand ich irgendwie spannend. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch eine Reaktion im Publikum gemerkt, die völlig anders war, als wenn ich Klassikkonzerte gespielt habe. Und die war halt irgendwie so spannend, dass ich gesagt habe, okay, warum jetzt eigentlich nicht? Ich kann ja spielen. Und wenn man spielen kann, kriegt man doch andere Sachen auch ganz gut hin. Ich sage immer, ich höre mir lieber von Pavarotti Guten Abend, Gute Nacht gesungen an, als von einem mittelklassigen Tenor O Sole Mio. Das heißt, entweder funktioniert das hier oder es funktioniert nicht. Und dann ist Guten Abend, Gute Nacht besser. Okay, und da hören wir doch mal schnell rein. Also, ach so, ja. So einen coolen Zusammenschnitt, der mir das Gefühl gibt, was eigentlich David Garrett ausmacht. Ja, das macht schon Spaß. Hä? Das macht richtig Spaß. Das macht richtig also ich meine, das ist Spaß. Sowas von groß, wenn man das auch. Ist auch verrückt, dass das mit so einem kleinen das ist so Instrument. Ein Ding da. Das, hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Ich habe ja schon bei den ersten Touren irgendwie echt so gedacht, boah, ob das noch ein paar Monate gut geht und so 15 Jahre später
ist es immer weil es mit uns allen was macht. Aber mit dir macht es ja auch sehr viel. Also wenn man das sieht, oder meine, da stehst du vor, keine Ahnung, 100.000 Menschen, egal in welchem Stadion, in welchem Land, an welchem Ort. Aber ich glaube, das, was, wenn man so ein bisschen darauf zurückblickt, das, was das Publikum halt wirklich nie mitbekommt, ist das tägliche Üben, was immer noch jeden Tag sein muss. Die Feinmotorik wieder einjustieren. Tonleitern, Arpeggios. Ich sag, die Nachbarn bei mir in Hotelzimmern haben immer nicht so den leichtesten Stand. Und natürlich auch die Arbeit an den Arrangements. Es hört sich alles immer so leicht und flockig an, aber das ganze Konstrukt hinzubekommen, Stücke zu finden, die für das Instrument passen, das Arrangement mit den Orchestern, mit der Band irgendwie so hinzukriegen, dass das eine Synergie hat zwischen Band und Orchester, dass die Geige gut eingebettet ist. Das sind so viele Facetten, die ich wirklich von morgens bis abends so ein bisschen versuche, immer weiter zu entwickeln. Mhm. Natürlich kulminiert das in so einem Auftritt. Aber das ist ja so wie die Sahne oben genau, auf. Genau, das ist dann so das, der kleine Eisberg, den man vielleicht sieht. Und das zeigt das Buch auch so schön. Es ist ja schon auch sehr geprägt von diesem Perfektionismus, den du dir kultiviert hast schon in der Kindheit, der dich aber ein Stück weit auch antreibt, wahrscheinlich auch quält, ja ein Stück weit. Wenn man den nicht hat, dann kann man es oft mit einem Instrument, den musst du haben. Weißt du, das ist, ich habe ja die Geige hier, die haben wir noch gar nicht benutzt. Und ich weiß, wir kommen so langsam zu Ende der Geschichte. Aber weißt du, wenn du nicht, du hast ja nicht wie beim Klavier irgendwie Tasten, die du runterdrückst. C und dann D. Und hier du musst kennst dich deshalb, habe ich nie angefangen, Geige zu spielen. Deshalb spiele ich Klavier. Du kannst ja nicht sehen, wo das C ist oder das A. Ne? Aber das ist unglaublich wichtig, dass du diese Intonation hast. Ne? Natürlich Musik damit machen. Und eine Geschichte erzählen. Ja, eben. Und wie stark hängt das jetzt von deinen Emotionen ab? Die persönliche. Das ist wie eine Sprache. Du musst mit dem Instrument halt kommunizieren. Das ist eine Art Verschmelzen auch mit dem Instrument. Aber das Verschmelzen kommt halt, indem du jeden Morgen und so weiter, halt rauf und runter. Und dann kommt irgendwann mal, wenn das funktioniert, rechts und links, dann kommt das. Also am Anfang, als Kind kommt das, dann als Jugendlicher musst du das benutzen und dann irgendwann mal, wenn du älter wirst, muss eine Kombination zwischen dem und dem werden. Und das ist dann wirklich die Kunst. Die Kunst, die, glaube ich, sehr viel Positives mitbringt, aber sie hat dich doch öfters auch mal an Grenzen gebracht. 2015, so eine Art Burnout. Du hattest das aber eigentlich auch schon mit 16. Ich hatte dann irgendwann mal so aus dem Nichts und so bum, 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 mit 2015, hey, ob ich das gelesen habe, das ist ja irgendwie Adrenalin im ganzen Körper. Ja, ja. Hast du das schon mal gehabt? So irgendwie so, ja, ich kenne das, wenn ich total, also so dieses Zittern, ja, dieses Herzflattern. Also sitzt du dann irgendwie so wie ein Häufchen Elend und denkst, boah, Mensch, das geht ja normal. Puh, das ist alles gar nicht gut. Und was war das? Das war einfach absolute Ausbeutung von dir selber? Ja, ich glaube, dass ich meine körperlichen Grenzen da auch gefunden habe. Also ich glaube, ich habe ein Kapitel, wo ich nur Städte aufliste, die so in 3-4 Jahren passiert sind. Also kurz bevor ich dann gemerkt habe, müssen wir ein bisschen langsamer machen. Und es ist unglaublich, da war Jetlag natürlich über die Kontinente. Ich habe ja nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz gespielt. Wir haben in Asien getourt, wir haben in Osteuropa getourt, wir haben Südamerika, wir haben Amerika 6-mal getourt. Also wir sind praktisch nonstop und dann die Promotermine, CDs aufnehmen, Corporate spielen, dann die unterschiedlichen Programme. Da habe ich 2 Wochen vorher Klassik gespielt, Rezital, dann war Kammermusik und dann Corporate, das waren andere Programme und die mussten ja dann irgendwie üben. Ist ja nicht so, als wenn du dann auf die geübt haben. Ja klar, und bei deinem Perfektionismus übst du das ja dann auch nicht so wie andere, sondern du gehst ja da tiefer. Hast du dich dann nicht komplett verloren als Mensch, als David? Also wo warst du denn da als Mensch? Bist du dann nicht komplett neben dir gestanden in dieser Zeit? Neben mir nicht, weil ich natürlich den Fokus auf die Arbeit gelegt habe. Aber war das jetzt
eine Zeit, wo ich viel zwischenmenschlichen Kontakt außerhalb des Business gepflegt habe? Nein, das habe ich nicht. Und dementsprechend kam da vielleicht auch so eine... Eine Lehre? Habe ich mein Instinkt zu guten Menschen irgendwann. Das war ja auch so diese Entscheidung. Ich möchte jetzt nicht auf diese Geschichte eingehen, aber das war ja schon auch eine Zeit, da hast du wahrscheinlich dann eben irgendwann, spürt man sich ja auch nicht mehr. Auch. Und ich glaube, wenn man einfach so viel arbeitet und man hat dann wirklich nur so winzige Zeitfenster auch mal für sich privat, da machst du nur Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist, deswegen ist das Balance, noch Leben? War das noch Leben für dich dann? Es war... Was macht das Leben lebenswert? Ja, ganz ehrlich gesagt, ich möchte die Zeit nicht vermissen, weil die hat ja auch meine Karriere so angestoßen. Und das hat ja wirklich weltweit funktioniert und tut es ja immer noch. Du bist total versöhnt mit all deinen Abgründen. Ja, aber die sind doch da, um sich damit zu versuchen. Wenn ich da jetzt irgendwie sage, Gottes, ich will mich daran nicht erinnern, dann prägen sie dich nicht. Die Erinnerung gerade an Scheiße ist doch etwas, was dich immer wieder jetzt erdet. Und vor allem nicht wieder denselben Fehler machen lässt. Das ist alles gut. Man muss das umarmen. Finde ich total ein schönes Bild. Da muss man wirklich umarmen. Am Anfang machst du es nicht. Das ist, oh Gott, geh mir weg damit. Ich will nicht darüber. Und Gottes Willen. Da haben wir das. Und dann irgendwann mal sagst du, komm her. Zack, lass dich drücken. Das ist wie bei Eltern, die einen irgendwie nie sagen, ich hab dich lieb. Die musst du einfach greifen und sagen, Das hast du gemacht mit deinen Eltern. Das habe ich nicht nur mit meinen Eltern gemacht, das habe ich mit allen Lebenssituationen gemacht. Machst du das? Ja. Großartig. Warst du mal in Therapie? War ich in Therapie? Ich habe sehr gute Freunde. Ich glaube, die haben einen großen Anteil daran. Mittlerweile, die haben mich so ein bisschen therapiert. Ich glaube, Therapie ist ja, sich auszusprechen. Einen sicheren Raum zu haben. Das hattest du ja oft nie. Das hast du ja als Kind. Um alles loszulassen. Ja. Und das war, stimmt, als Kind war das sicherlich schwierig, weil ich halt nicht das so Freunde gehabt habe. Und wer weiß, ob die auch mir zugehört hätten. Aber darum geht es nicht bei Therapie, wenn du das Thema ansprichst. Ich habe sicherlich hier und da auch in der Juliet School mal den Kontakt gesucht. Ist auch wichtig. War auch für mich eine wichtige Aufgabe, einfach mal in einem vertrauten Kreis mal alles zu sagen, was mir im Kopf rumschwirrt, was ich wahrscheinlich in so einem Interview gar nicht raushauen würde. Das gehört auch gar nicht hierhin. Aber einfach mal wirklich sich auch mal, was tue ich sehr selten, sich auch mal zu lamentieren. Und lamentieren zu dürfen, ohne dann irgendwie das Gegenüber sich anzugucken und denkst, oh Gott, jetzt wann hört er auf zu reden. Also das ist schon sehr angenehm. Therapie ist immer Selbsttherapie in dem Sinne, dass du dich mal wirklich alles vom Herzen runterquatscht. Insofern, klar, ab und zu mal gehe ich immer noch hin. Ist ja eine schöne Sache. Finde ich auch. Bin total Fan davon. Also. Jetzt bist du ja auch gut therapiert privat. Du bist in einer glücklichen Beziehung, wo du das erste Mal Zeit hast. Du lässt dich das erste Mal auf einen Menschen ein. So Lebenserfahrung richtig. Und Zeit ergibt eine gute Beziehung. deshalb funktioniert das jetzt so gut. Naja, also ich habe ja ein gutes Herz und ich bin ja auch jemand, der gerne mit Zusammengehörigkeit liebt und pflegt. Und habe das Glück gehabt, jemanden gefunden zu haben durch Zufall und dann irgendwie auch nicht diesen Zeitdruck gehabt zu haben, jemanden schnell kennenzulernen, weil man dann halt auch wieder 3-4 Wochen weg ist. Das hat... sich sehr positiv entwickelt, mittlerweile fast 3 Jahre. Ne? Hey, das ist deine längste Beziehung. Meine längste Beziehung ist mit meinem Manager. Ja gut, der Jörg, der ist ja, dann wird auch nie jemand hinkommen. Genau, das ist die Beziehung, die ist, glaube ich, safe. Die ist, dauert so lange, du spielst, wird der Jörg an deiner Seite sein. Ja, und wahrscheinlich umgekehrt auch so. Ne? Aber, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess, oder dass es auch mal sein darf. Neben der Liebe, der ersten Liebe, das ist ja die erste Liebe hier, oder? Die Geist. Ja, es ist die erste Leidenschaft. Ja. Also. Ja, aber irgendwann mal kommst du auch in diesen Moment, wo du auch abwägen kannst. Bringt es jetzt dir wirklich, nachdem du irgendwie 7-8 Stunden Promo gemacht hast, bringt es dir wirklich 3-4 Stunden nachher noch an der Klempfe darum zu arbeiten? Das ist völlig sinnbefreit, denn sehr schöner Satz von Itzhak Perlman, es gibt nichts Schlimmeres, nur eine Sache ist schlimmer als nicht üben, das ist falsch üben. Und das musste ich auch lernen. Und dementsprechend, wenn man einen langen Tag gehabt hat, mach eine Stunde, beweg die Hände und dann setz dich mit deiner Freundin auf die Couch und kuschel und schau dir was Nettes im Fernsehen an und entspann dich mal.
Sehr schön, das kannst du heute. Das gar nicht. Hey, von all diesen Geschichten gibt es noch viel, viel mehr. Wir haben nicht mal ansatzweise. Und zwar, ich möchte auch noch mal sagen, du hast hier was ganz Neues gemacht. Richtig, schön, dass du mich darauf ansprichst. Ja, hab mich beeindruckt. Ich habe schon gedacht, aber du wolltest es patentieren, hat nicht funktioniert. Nein. Es gibt hier überall so QR-Codes, wo man mit dem Handy draufgehen kann und da gibt es ganz viel unveröffentlichtes Bildmaterial dazu. Ich habe alles digitalisieren lassen, was meine Eltern haben wirklich alles mit aufgenommen, was jetzt mir eine große Freude ist und Freude war, das mir anzugucken. Und ich habe für jedes Kapitel natürlich die Geschichten untermalt mit unveröffentlichten Proben aus den Geschichten, die in dem Kapitel stattfinden, Videos und Audioaufnahmen, teilweise Konzertmitschnitte, Fotos, also das ist alles ganz brandneu. Also es ist bestimmt stundenlang Musik drauf, die nie veröffentlicht worden ist. Eben stundenlang, also man man kann sich sehr, sehr viele Tage mit dir beschäftigen. Also das Buch mit QR-Codes durchzuarbeiten, das dauert echt lange. Das kann ich aber also das macht es ja auch wertig. Dieses Buch übrigens von David, das gibt es auch bei uns zu gewinnen. Jetzt rede ich schon Hochdeutsch mit euch. Hi, hi. Er wird es auch noch unterschreiben, da bin ich sicher, dass er das noch wird machen. Und ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich, Dankeschön, Claudia. Dass du dich auf uns eingelassen hast. Und uns gibt es auch wieder am nächsten Montag, wenn ihr Lust habt, schaut rein. Bis dahin, eine gute Zeit, habt euch Sorge. Tschüss zusammen. Lesser. Die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwerth.